Hallo zurück zu Splinter Cell mit mir, Dennis. Wir sind immer noch in Myanmar unterwegs, versuchen immer noch in die chinesische Botschaft zu kommen. Und wir haben ein klitzekleines Problem, denn hier um die Ecke läuft irgendwo ein Typ rum. Ich bin letztes Mal mit meinem Kontakt zusammengetroffen auf dem Dach von so einem städtischen Gebäude hier irgendwie. Da oben irgendwo. Und dann bin ich hier runtergeklettert. Genau. Der Dude. Der läuft hier immer lang und ich muss den jetzt erstmal irgendwie ausknipsen. Aha. Jetzt. Machen wir mal Licht an. Also unser Licht. Und dann gucken wir doch mal, ob wir da nicht jetzt bessere Chancen haben, den zu erledigen, wenn wir nicht mehr so leicht zu sehen sind. Da kommt er, da kommt er, da kommt That's er. not good. Das ist nicht gut, sagt er, ja. Stimmt. Da gab es wohl wieder mal eine von diesen berühmten Überspannungen in der elektrischen Leitung, die dazu geführt hat, dass die Glühbirne explodiert ist. Das passiert ja hier irgendwie komischerweise ziemlich häufig. So, jetzt müssen wir erstmal beobachten, wo der langläuft. Da lang und dann irgendwann dreht er um. Und geht in die andere Richtung. Something moves. Shut up! Aber das dürfte doch jetzt eigentlich niemand gemerkt haben. Hier ist doch sonst niemand, oder? Ja, kommen sofort alle an! Das ist wieder mal typisch. Das ist wieder. Ah. Da kommen sie einfach dann immer alle angeschissen. So, I've ja. got an arm! Der sieht das halt schon wieder von weitem, wenn ich hier rumhänge. So, jetzt die Frage ist ja, wo müssen wir überhaupt hin? Ich habe aus den letzten zwei, drei Folgen gelernt, dass The Lights! Ja, dass wir nicht immer jedes Mal irgendwie gucken müssen, wo wir alle ausschalten können oder so, sondern dass es oft auch einfach darum geht, den richtigen Ort zu finden, wo wir eigentlich hin müssen. Und dann kommt man oft auch einfach vorbei an allen Leuten. Also zum Beispiel der Kollege hier, der steht ja jetzt hoffentlich mal kurz so da, dann können wir uns den schnappen. Ihn kurz mal verhören. Er sagt aber nichts. Dieses Verhören-Feature, das wurde bisher zweimal im gesamten Spiel eingesetzt. Das ist wenig dafür, dass das eigentlich ein ganz nettes Feature ist. Aber irgendwie so richtig oft sagen die einem nichts. Ich leg den jetzt mal hier schlafen. Gute Nacht. Ich finde es sehr schön, wie zuverlässig Sam es schafft, mit einem Schlag auf den Kopf die Leute so komplett ins Reich der Träume zu schicken. Ich wette, wenn ich jetzt einem auf den Kopf haue, dann müsste ich das wahrscheinlich irgendwie fünfmal machen, bevor der bevor der sich schlafen legt. Also ich meine, ich habe es noch nie probiert, jemanden K.O. zu schlagen, aber ich sag mal, ich habe schon Boxkämpfe gesehen, sowohl als Übertragung im Fernsehen als auch live. Nicht viele, weil ich jetzt nicht so der große Fan davon bin, aber die hauen sich auch nicht nur einmal kurz auf den Kopf und dann kippen die alle sofort um. So, ja, gute Frage. Nächste Frage. Wie geht's jetzt hier? Wie geht's jetzt hier irgendwo weiter? Wir haben jetzt nicht direkt was, wo man hochklettern kann. Das hier ist zu dick, um hochzuklettern. Na, ja, genau. Also eigentlich müssen wir da auf die andere Seite vom Hof. Und da wäre es ja eigentlich, also wir kommen hier nicht durch, weil diese Lampen, die lassen sich ja nicht ausschalten, soweit ich mich erinnere, oder? Das war doch so. Ja. Die lassen sich nicht ausschalten. Und eigentlich müssen wir da auf die andere Seite. Also wäre es eigentlich gut, wenn wir. What was that? That's no good. So. Gehen wir mal wieder zurück ins Dunkel. Dunkel genug. Der guckt mich genau an. Das macht mir irgendwie Sorgen. Ha! Trottel. Okay, zack.
Das hat erstaunlich gut funktioniert, dafür, dass die einen sonst hier in Myanmar die chinesischen Soldaten teilweise schon auf irgendwie 30 Meter Entfernung im. Ups, jetzt habe ich den Typen wieder aufgehoben, das wollte ich gar nicht. Dass die einen auf 30 Meter Entfernung im Dunkeln sehen können, war das jetzt eigentlich ganz gut. Direkt einen halben Meter vor ihm so lang zu schleichen und er bemerkt es nicht, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das klappt. So, die Frage ist. Wo geht's jetzt weiter? Da geht's weiter, oder? Hüpf. So. Ja. Da hätte man jetzt auch eine Animation haben können, wo er einfach nach rechts so auf das Brett klettert, dass man sich nicht so fallen lassen muss. Ich weiß nicht, ob es die gibt, aber ich befürchte fast im ersten Splinter Cell noch nicht. Ich erinnere mich dunkel, dass eines der großen Features quasi von entweder Pandora Tomorrow oder Chaos Theory damals war, dass es irgendwie doppelt so viele Animationen für Sam gibt. Ich glaube, es war schon direkt beim zweiten Teil, sodass das alles viel natürlicher wirkt und er sich jetzt viel natürlicher irgendwie fortbewegen kann. Sowas wie jetzt eben hier zum Beispiel, dass man da auf eine. Auf einen Absatz sich fallen lassen kann, viel einfacher. So. Kommen Sie mal mit rein. Das war jetzt ja wirklich gar kein Problem. Guter Mann. Haben Sie was zu sagen? Nein, haben Sie nicht. Sie hätte auch eine Flasche rumgestanden, mit der wir irgendwas Ablenkendes hätten tun können, aber ich wüsste gar nicht so richtig was. Wobei, vielleicht kommt das noch. Denn jetzt müssen wir ja hier runter und hier ist es hell. Und hell ist nicht gut. Ist das nicht hier der Straßenzug, wo dann auch der zweite Typ langläuft? Das ist der da unten, oder? Weil da hinten in der Ecke, da haben wir ja eben den ersten unten erledigt. Wo ist denn jetzt eigentlich die Botschaft? Ist die da hinten irgendwie? Wie komme ich denn jetzt hier eigentlich runter? Kann ich mich hier irgendwo fallen lassen? Komme ich hier rüber? Nee. Auch nicht. Okay, also erstmal die Lampe da, können wir die vielleicht ausmachen? Nicht, dass es jetzt mega viel bringt, weil der guckt ja eh nicht hier hoch, aber wenigstens so pro forma. So, wenn ich mich jetzt hier fallen lasse, was passiert denn dann? Sterbe ich dann? Something moved. Ja, also zumindest hat's wehgetan. Man muss doch hier irgendwie runterkommen. Ach, da ist eine Zipline. Das habe ich ja komplett übersehen. Hüpf. Hüpf, habe ich gesagt. Ja, geht doch. Da hat er wieder 10 cm zu viel Abstand gehabt. Das passiert ihm ja häufiger mal, dem guten Sammy. Und schon sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Dank Zipline, Zipline. Ihr Freund und Helfer in der Not, wenn es ums Schleichen durch Myanmar geht. Ja, Sie da hinten, sehen Sie mich? Nein, Sie sehen mich nicht. Okay. Ich würde mal gucken, dass wir hier vielleicht eine Lampe ausmachen. Hab's immer gerne da, wo ich kurz mal warten muss, um irgendwie zu schauen, was die anderen machen, dass es da dann auch ein bisschen dunkel ist. So, dann setzen wir mal wieder unser Nachtsichtgerät auf. Der Gerät, da geht's nämlich dann auch schon wieder mutmaßlich Word of caution, Fisher. That truck's going to be your only chance to get inside the embassy. Don't blow it. Is there something going on I don't know about? All you need to know is this. If you do find Nikolods in there, be ready to scramble. One wrong step could mean war. If anybody in the embassy triggers an alarm, we're pulling you out. The mission's over. Okay, also wir dürfen auch What was that? In der blöden Botschaft uns nicht erwischen lassen. Oh fuck, oh fuck. Ein Ja, das war so Amerika-Kommando! klar. Okay, dann wissen wir jetzt zumindest schon mal, dass da noch einer ist. Und dass wir hier die Lampen gar nicht ausschießen müssen, weil das jetzt nicht so wichtig ist. Ja, wir sollen uns auf keinen Fall. Wir sollen das auf keinen Fall verkacken. Wir sollen ja eigentlich so ein. Word of caution, Ja, Fisher. auf so ein That truck's LKW going to be kommen. your only chance to get inside the embassy. Don't blow it. Is there something going on I don't know about? All you need to know is this. If you do find Nikolods in there, be ready to scramble. One wrong step could mean war. If anybody in the embassy triggers an alarm, we're pulling you out. The mission's over.
Genau, wir dürfen keinen Alarm auslösen in der Botschaft und wir müssen unbedingt den LKW in die Botschaft bekommen, weil es gibt keinen anderen Weg. Und irgendwas fishy ist hier noch. Irgendwas geht hier komisch vor. Und das nicht nur, weil er Sam Fisher heißt. Irgendwas ist seltsam. Hä? Wie sieht er mich denn da oben? Ist es hier so hell? Oh, es ist hier oben fucking hell. Okay, das würde es erklären. Ja, irgendwas ist auf jeden Fall, irgendwas vermutet Sam, dass da noch irgendwas fishy ist, dass da irgendwas vorgeht, was man ihm nicht sagen will. Gut möglich, immerhin geht es hier um Geheimdienstkram. Da ist immer irgendwas, was man ihm nicht sagen will. Er muss immer nur so viel wissen, um seine Mission zu erledigen. So, wo läuft der jetzt hin? Läuft der bis hier vorne und sieht er mich wieder im Dunkeln? Natürlich sieht er mich im Dunkeln. Okay, na gut. Dann wäre es vielleicht doch sinnvoll, hier oben lang zu gehen. Vielleicht machen wir dann hier oben mal die Dingsi aus. Die Lampe. Something moved. Etwas hat sich bewegt. Kann man die Lampe da auch ausschießen oder ist die... Ja, die ist auch auszuschießen. The light. Ah! Mann, jetzt kommt der da plötzlich hinter mir. Ah! Okay, so, jetzt machen wir jetzt aber nochmal richtig, weil jetzt kann ich ja dann einfach den Weg, wenn der hier unten lang kommt, um da hochzuklettern. Ich darf mir nur nicht so viel Zeit lassen. So. What was that? Okay. Jetzt kommt er nämlich da unten gleich lang. Ich habe mal die Wärmesicht angemacht. That's not right. That's not good. The lights. The lights. Wieso? Ich bin noch mitten im Dunkeln. Okay, wir machen es nur noch einmal. Das gibt's doch nicht. Vor allem, wie kommt der da so schnell hin? Rennt der dann? Okay, warte mal. Dann stelle ich mich jetzt auf die andere Seite. So, dann stelle ich mich jetzt hier hin. Zack. Zack. So. Jetzt ist der schon da unten. Das geht ja so krass schnell. So, jetzt haben wir es aber eigentlich geschafft, glaube ich. That's not good. The lights. Weil wenn ich jetzt nämlich hier lang sneake, dann müsste ich ja eigentlich durch sein. So, was ist jetzt mit dem Truck? Wo ist jetzt der fucking Truck? Da ist doch gerade ein Truck durchgekommen. War das schon der Truck? Oh, das sind aber viele Dudes hier. Da ist der LKW, da muss ich hin. Gehe ich mal von aus. Hier sind wieder Laternen. Lauf! Hallo! Hey, it's me again. May I see your papers? This is the seventh time tonight. Can we just... What was that? Achso, ich muss da gar nicht rein. Ich bin schon drin. I see. Oh, da ist ein Hund. Holy shit. Okay, wie? Wie macht man das denn jetzt am dürfsten? Warte mal, vielleicht kann ich erstmal den Typen hier noch erledigen. So. Irgendwo, wo es ein bisschen dunkler ist, den vielleicht. Zack. Okay, so, dann haben wir nämlich jetzt hier in der Ecke schon mal Ruhe. Wir müssen da jetzt eindringen und ich... Oh, shit. Der sieht jetzt seinen Kollegen, oder? Nein. Er guckt nicht richtig hin. Oh, yeah. I love it. I love it. Und da oben ist übrigens eine Kamera. Das ist natürlich auch nicht so gut. Können wir die vielleicht ausschalten? In altbewährter Manier? Ja. So, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier verdammt nochmal... Hallo! Hey, it's me again. May I see your papers? This is the seventh time tonight. Can we give the papers a rest? This protocol comes directly from Feirong. Let me see your ID. Thank you. Authorization should only take a minute. Okay, so jetzt bin ich theoretisch mal hier drinne. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich jetzt hier lang und vor allen Dingen, wie kann ich den Hund umgehen, der da ja auch irgendwie noch umgeschlichen ist. Have a good night.
So, aber jetzt bin ich drin, oder? Also jetzt ist hier nicht mehr, oh nein, der Truck. Sondern der Truck ist reingekommen und ich bin jetzt auch drin. Ich muss jetzt nicht hier noch weiter hetzen. Glaube ich. So, der Typ steht da nur, sieht aber nichts, hoffentlich. So, jetzt kann ich hier nämlich weiter schleichen. Da ist der LKW, da ist der Hund. Wie gehe ich denn mit dem Hund um? Ich meine, der riecht mich doch garantiert aus der Ferne schon. So, hier ist irgendwas komisch. Ich kann ja den Hund auch nicht irgendwie erschießen oder sowas. Was macht denn der da? Ich werde jetzt nicht... Also ich meine, ich darf ja hier überhaupt keinen Alarm auslösen. Geschweige denn den Hund erschießen. Also das ist ja wahrscheinlich nicht Sinn der Sache. Komme ich hier irgendwo hoch? Das ist nur eine Laterne. Da kann ich nicht hochklettern. Die gucken hier halt auch aktiv wirklich unter Fahrzeuge, ne? Das ist so richtige Saukerle sind das. Okay, die Frage ist, wie komme ich da jetzt irgendwie lang? Na gut, ich überlege mir was zur nächsten Folge, würde ich sagen. Jetzt machen wir erstmal ein Päuschen. Und dann schleichen wir weiter durch die chinesische Botschaft, die übrigens sehr schöne Fenster hat. Der Hund guckt so. Ah, aber er hat nichts gerochen. Gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.